auf geht's zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen neuen Half-Body-Umbauteil. Hier seht ihr meine Wettbewerbskarre und gleich geht's los. So, servus Leute. Wie ihr hier seht, ist meine Wettbewerbskarre gewesen von ASDS. Da ist schon wirklich relativ am Ende jetzt. Der Innenraum ist schon draußen. Heute will ich euch zeigen, wie man das Ganze umbaut. Und zwar möchte ich mir ein Buggy draus machen, wir das Ganze hier abschneiden, einen Käfig schweißen. Dann wird es wieder zwei oder drei Teile geben von der Karosserie. Ja, wie gesagt, das ist eine Hardbody, eben für die C1. Ja, und ich fange mal langsam an und das Ganze natürlich für euch filmen. Jetzt wicke ich jetzt mal grob mit dem Seitenschneider ab, damit ich das Ganze mal runternehmen kann. Nachher kommt dann die Feinarbeit. So, das Ganze jetzt mal aus. So, jetzt haben wir das Ganze mal abgetrennt. Jetzt haben wir mal ein Cabrio. Jetzt werden wir die ganzen Scheiben rausnehmen. Ich habe wieder ein Video dazu zu den Scheiben von der Pajero Hardbody, die man ganz einfach selber machen kann. Das ist eine Autoscheibendüngungsfolie. Ja, ich schneide das Ganze jetzt nochmal nach. Hier in den Kanten mache ich das ein bisschen schöner. Innen kommt dann ein Käfig. Aber wie gesagt, das Ganze kommt noch. So, jetzt geht es einmal an die Waage. Schauen wir mal, was wir. Jetzt lege ich mal ein Hardbody drauf. Das kann man jetzt leider schwer sehen. Legen wir mal so drauf. Dann das Ausgeschnittene, was noch drinnen war. Und jetzt noch dazu das Dach. So, das Gewicht sieht man. Wir haben jetzt 381 Gramm. 381. Schauen wir mal, was nur die Karo hat. Wenn wir das Ganze wegnehmen. Die Waage ist wieder auf 0. Schauen wir mal, was die jetzt hat. Gut, 293. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich den Käfig auch relativ leicht mache. Ja. Mal schauen, dass wir jetzt Federstahl wieder machen. Für einen anderen Käfig. Das Ganze habe ich jetzt überall abgeschnitten ein bisschen. Das werden wir mit der Flex bearbeiten, damit das gerade wird. Also schaut das Ganze von innen aus. Ja, wie gesagt, das ist einmal der erste Teil vom Hardbody-Umbau für die Saison 2019. Ich werde die Hardbody, wie gesagt, weiterfahren, werde die umlackieren. Ja, werden auch ein anderes Thema wieder einfallen lassen. Ich fange mal langsam an zum Umbauen. Halte ich natürlich auf dem Laufenden, was weiter passiert. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!